Auch heuer fand das Konzert Classical Moments der Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule in Schwechat statt. Wir wollten wissen, welche Gefühle Musik bei Spielenden und Zuhörenden auslöst. Was gefällt Ihnen am Musizieren am besten? Ich würde sagen, das Lehrerkonzert der Musikschule gefällt mir ausgezeichnet. Was ist denn das Schönste am Lehrerkonzert? Dass man die Kollegen hört, das ist eigentlich am schönsten, weil es sind sehr gute Leute im Haus und ich bin nach dem Lehrerkonzert auch immer sehr stolz, weil so gute Leute da sind und so unglaubliche Qualität herrscht im Haus. Na, ich finde das schon sehr bewundernswert, wie unsere Lehrer sich der Musik widmen, nicht nur den Studenten und den auch Kindern, die sich jetzt der Musik widmen sollen, sondern auch durch eigene Begeisterung, eigenes Vorbild einfach den Kindern, auch den weiteren Begeisterten zeigen, dass man auch mehr machen kann. Nicht nur für sich spielen, sondern auch mit einer Gruppe, weil das ist schon schwierig, so eine Gruppe zusammenzubringen, die auch dann ausreichend üben, dass sie so ein Konzert zustande bringen. Und das ist schon sehr bewundernswert, dass sie diese Zeit und diese Begeisterung für die Sache finden. Also Hut ab! Welche Beziehung haben Sie zu Ihrem Instrument? Zu meinem Instrument. Mein Instrument ist das Klavier. Das spiele ich schon seit der Kindheit her und ich habe eine sehr gute Beziehung zum Klavier. Es geht mir gut dabei. Was haben Sie gefühlt, als Sie gesungen haben? Das sind die Zigeunerlieder von Brahms und das ist eigentlich ein Zyklus. Und ich habe zwei Lieder aus denen heraus also sozusagen gesungen. Wir haben zwei ausgesucht, der Magister Sicker und ich. Und ich fühle eigentlich den ganzen Zyklus. Also auch wenn ich nur zwei singe, ist es wie das kompakte Ganze. Und es ist so dynamisch und wirklich sehr emotional, ja. Also es ist Zigeunerhafte und das liegt mir sehr gut. Ich mag das total gerne. Es ist einerseits dieses Weiche, Anschmiegsame und gleichzeitig dieses Kraftvolle. Welche Gefühle löst klassische Musik in Ihnen aus? Ja, schon ein bisschen nachdenklich macht mich das schon, die Musik, ja, weil es ist jetzt doch eine Entspannung, so ein bisschen mehr zum Nachdenken, mehr zum Überlegen, wie das dann weitergeht, ja. Kann man sagen, so eh nachdenklich macht mich das, ja. Ja, da kommen die verschiedensten Gefühle daher, also sei es etwas Dramatisches, sei es etwas Sanftes, Leises, Melodiöses, sehr unterschiedlich. Einziger Gitarrist unter Geigen, wie haben Sie es geschafft, sich da durchzusetzen? Ja, es ist eine Herausforderung, weil die Gitarre ist ja ziemlich leise. Und es gibt schon eine Möglichkeit, man spielt dann ganz am Steg, da ist sie ein bisschen lauter, aber man muss trotzdem ziemlich fetzen, damit man durchkommt und ich hoffe, man hat mich gehört, ich weiß nicht. Was bedeutet Ihnen Ihre Gitarre? Das ist eine große Frage, es ist mein Lebensinhalt. Es ist einer meiner Lebensinhalte. Es hat sehr hohe Priorität und ich muss jetzt auch pointierterweise dazu sagen, dass ich kaum was anderes kann als Gitarre spielen.